Moin Leute, heute ist es soweit, die Ponys ziehen bei uns zu Hause ein. Ich denke, viele wissen irgendwie noch nicht so richtig Bescheid, weil ich total viele Fragen noch über unseren Hof bekomme. Also erkläre ich das einfach nochmal ein bisschen. Und zwar ist es hier unser Hof, den haben wir gekauft. Wir haben hier unser Haus, wo meine ganze Familie drin wohnt. Und ja genau, wir haben hier eben auch den Stall, wo die Ponys wohnen. Die Hunde sind hier, unsere Katze ist schon hier eingezogen. Wir wohnen hier nämlich jetzt schon ein bisschen länger, aber wir mussten noch so einiges erstmal fertig machen. Zum einen haben wir ja eben die Boxen neu gemacht, vielleicht habt ihr das ja auf Instagram schon gesehen. Also ich finde, es ist einfach nur ein Traum geworden. Also das ist eigentlich genauso das, wie Mama und ich uns das gewünscht haben. Und ja, wir sind auf jeden Fall sehr, sehr zufrieden mit dem Ergebnis, weil es war tatsächlich gar nicht so einfach, sich das vorzustellen, wie das am Ende aussehen wird. Aber es ist wirklich toll geworden. Und ja, genau, heute ist es soweit, dass die Ponys auch endlich einziehen dürfen. Erstmal werden wir jetzt in den Stall fahren und noch ein bisschen Einstreu holen und so. Hier vorne stehen schon ein paar Säcke, aber es fehlt noch ein bisschen was und wir werden auch noch unseren Sattelschrank ausräumen und so. Den werden wir nämlich nicht mitnehmen. Wir haben hier eine begehbare Sattelkammer, das ist auch ein Träumchen. Und ja, genau, jetzt geht's erstmal in den Stall. So, wir fangen jetzt hier im Stall gerade an, einmal alles auszuräumen. Also, wir hatten hier auch mal einen zweiten Bundeswehrschrank. Der ist schon verkauft, der ist schon weg, der wurde schon abgeholt. Und ja, derzeit haben wir hier ein bisschen alles vollgestopft in die letzten paar Tage. Aber ja, genau, jetzt räumen wir das auch alles leer. Und dieser Schrank wird dann auch in den nächsten Tagen abgeholt, weil wie gesagt, wir nehmen den nicht mit. Und ja, genau, das räumen wir jetzt erstmal alles aus. Also wir haben alles aus dem Stall mitgenommen. Zum einen hier auch unser Steckmaterial, weil unser Weidezaun leider noch nicht da ist. Also der wird jetzt erst die Tage geliefert. Dann müssen wir den auch schon aufbauen und so, aber wir können es nicht abwarten. Und deswegen holen wir die Ponys jetzt einfach schon hier hin und müssen halt eben Wiese abstecken. Und wir haben hier auch so ein Panel Paddock. Der hat einen 17 Meter Durchmesser und dort können sie dann natürlich auch schon draufstehen. Und ja, genau, jetzt fangen wir mal an, hier was abzuzäunen. Pico, willst du uns helfen? Oh. Jetzt hast du den Salat, ne? Guck mal. Okay, Pico möchte doch nicht helfen. Er macht nur die Bauaufsicht. So, wir haben hier jetzt fertig abgezäunt. Also wir schauen mal, wie wir die Ponys genau stellen werden, weil es ist jetzt nicht so ein großer Platz. Und dann ist es auch mit den Ponys nicht ganz so einfach, weil es ist besser, wenn die sich aus dem Weg gehen können. Aber ja, wir schauen erstmal. Die werden hier erstmal zu dritt draufstehen und Dallas erstmal hier in dem Paddock. Und ja, nachher, wenn die Wiese fertig ist, wollen wir natürlich auch, dass alle zusammenstehen. Aber ja, es kommt auf 2 Wochen jetzt nicht an. Und wir machen das jetzt erstmal ganz in Ruhe. Und ja, ich würde sagen, die Ponys können jetzt einziehen. So, die Boxen sind ja an sich jetzt schon fertig. Jetzt fehlt nur noch das Einstreu. Wir müssen mal gucken, wie viel wir brauchen. Wir haben jetzt von den Voltage Strohpellets hier 3 Säcke reingetan. Das sieht total wenig aus, aber wenn diese Pellets erstmal zerfallen sind, dann ist das nachher ein Vielfaches von dem, was ihr hier jetzt seht. Man vertut sich da. Wir müssen die jetzt einmal auflösen. Wir haben ein bisschen Wasser drauf gemacht und wenn die Pferde drauf treten, dann zerbröseln die auch und dann entfaltet sich erst so richtig das Volumen. Vielleicht tun wir noch einen 4. nachher rein, aber wir gucken erstmal, weil man erschreckt sich nachher, wie viel das dann wird, wenn es erstmal aufgegangen ist. So, jetzt geht es los. Wir laden jetzt die ersten 2 Pferdis auf. Also wir werden jetzt als erstes Dallas und Alfie mitnehmen. Das ist auch das allererste Mal, dass wir die zusammen fahren werden. Das ist auch ein bisschen aufregend.
Dobby wartet auch schon, aber der darf erst in der zweiten Fuhre mit. Und ja, los geht's. I shone bright and my journey was over. What I sought when I ran was back where I began. No matter the rain, no matter the storm, I'm coming home. I'm coming home. Leave open the gate. Don't turn off the light, I'm coming home. Die ersten zwei stehen jetzt in den Boxen auf unserem eigenen Hof. Es ist irgendwie ein bisschen verrückt. Ein wunderschönes Gefühl, einfach echt ein Traum. Und jetzt wollen wir die anderen beiden auch mal holen. Thank you.
I shone bright and my journey was over. What I sought when I ran was back where I began. Udi, geh runter. Wenn er dich tritt, ist die Pforte platt. No Udi, runter. The rain, no matter the storm, I'm coming home. I'm coming home. Leave open the gate. Don't turn off the light. I'm coming home. Udi! Udi! Well, I scratched in the dirt for the water. I gained all that I knew for a price. In the end, what I found was nowhere near as nice. No matter the rain, no matter the storm, I'm coming home. I'm coming home. Leave open the gate. Don't turn off the light. I'm coming home. Cocky, was machst du? Though I fought with my claws and teeth, though I elbowed my way to a seat, there be no kind of peace like you beside me. No matter. No matter. So, jetzt sind alle Ponys da. Das ist einfach so cool. Jetzt ist die Freude riesengroß. Ponys sind auch ein bisschen aufgeregt, aber die können jetzt gleich auf die Wiese und sich erstmal ein bisschen austoben und so. Das wird richtig cool, glaube ich. Rudi, ne? Wie ist das mit den Ponys? I'm coming home. Nothing's as it seems. Ich erkläre euch jetzt einmal kurz, wie genau wir das hier handhaben bei uns am Hof mit den Ponys und so weiter. Es ist nämlich eben so, dass die Ponys in der Box wirklich nur nachts stehen oder wenn wirklich ganz, ganz grausames Wetter ist. Aber das ist bei uns hier nicht sehr häufig der Fall, denn es ist so, dass sie die meiste Zeit am Tag natürlich auf dem Paddock stehen werden. Das finden wir die beste Lösung, weil den ganzen Tag auf der Wiese ist auch nicht so perfekt. Und ja, genau, deswegen werden wir es immer wieder tauschen und so, aber das werdet ihr dann in der Zeit ja auch merken, wie genau wir das machen werden. Und ja, genau, auf die Weide gehen wir jetzt auch mal. Ihr fragt euch jetzt wahrscheinlich, warum Dennis hier jetzt noch alleine im Paddock steht. Das liegt daran, dass er ja noch Hengst ist und wir uns ganz viel Zeit lassen wollen mit dem Zusammenführen, dass sie eine ganz große Fläche haben, dass sie sich aus dem Weg gehen können und so weiter. Also wenn wir dann hier alles fest eingezäunt haben und so, dass es dann auch nicht unsicher ist oder so. Und ja, genau, deswegen wird er jetzt noch ein bisschen alleine stehen, aber das wird sich, denke ich, bald ändern. Futter fertig? Noch nicht. Oh, Lani, du hast auch Hunger, ne? Also, das hier wird unsere Futterkammer. Es sieht noch ein bisschen chaotisch aus. Ein bisschen sehr chaotisch. Aber das wird sich noch ändern. Pico, wo geht's denn hin? Hey, Pucke.
der erste Tag mit den Ponys hier zu Hause. Es ist einfach ein unglaublich tolles Gefühl. Und ja, obwohl das erst nur der erste Tag war, es wird sich auf jeden Fall noch so einiges einspielen müssen. Sagt man das so? Ich glaube schon. Aber wir denken, das wird schon. Wir müssen auch noch so einiges machen natürlich. Und wenn dann erstmal alles wirklich fertig ist, ist es ja auch erstmal ja, wie richtig ankommen, dass man da nicht mehr so viel zu tun hat. Und ja, genau, die Ponys haben auch hier Futterchen aufgegessen und so. Und wir schauen natürlich heute ganz spät abends, bevor wir ins Bett gehen, nochmal nach denen, ob hier alles klar Schiff ist. Aber es sieht eigentlich ganz friedlich und ruhig aus. Und jetzt gehen wir erstmal Abendessen. Und bis zum nächsten Mal dann. Tschüss!